Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wer möchte, die Maske abzunehmen. Und dann können wir in Ruhe auf das Präludium hören, wie groß ist des Allmächtigen Güte. Die Güte Gottes wird uns ins Herz gespielt. Und so beginnen wir unseren Gottesdienst. Der dreieinige Gott ist unter uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In seinem Namen sind wir hier zusammen und feiern diesen Gottesdienst. Und ich wünsche uns allen, dass wir beschenkt werden von Gott, dass wir hier weggehen und sagen, es hat sich gelohnt, hier gewesen zu sein. Ich möchte Pastorin Karin Pusch herzlich grüßen. Sie wird heute die Predigt halten. Dazu wünschen wir dir auch viel Freude, Gottes Segen. An den Anfang möchte ich das Wort aus Johannes 10, Vers 10 stellen, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in seiner ganzen Fülle habt. Und dieses Leben soll auch heute sich bei uns entfalten. Und ich möchte mit uns beten, dass Gott jeden von uns segnet. Lieber Gott und Vater, hab du herzlich Dank, dass wir in dieser Gemeinschaft hier zusammen sein können. Hab Dank für alle, die gekommen sind und für alle, die diesen Gottesdienst miterleben, jetzt durch die Übertragung oder später. Segne uns, segne sie alle, dass wir die Fülle des Lebens von dir entfalten können, dass wir bei dir unser Lebensglück haben und behalten, dass wir merken, du bist hier gegenwärtig und du hast jeden im Blick. Amen. Wir haben heute die Freude, dass der Chor schon wieder im Einsatz ist. Thomas, ich begrüße dich heute ganz herzlich hier mit all deinen Sängern. Das ist natürlich schön, dass das endlich wieder losgeht. Und es besteht die Hoffnung, dass sie weitermachen.
und das sich fortsetzt. Also allen Sängern viel Freude und wir hören jetzt von euch das erste Lied. Die Gottesdienste werden ja immer im Fernsehen dann auch bei den Einzelnen oder im Computer zu sehen sein. Und manchmal sind Kinder dabei. Deshalb haben wir uns entschlossen, jedes Mal auch einen kurzen Beitrag für die Kinder zu machen. Sodass ich heute nicht direkt jetzt zu euch spreche, sondern zu den Kindern, die nachher vor dem Computer sitzen. Und heute beschäftigen wir uns im Gottesdienst mit dem Thema Glück. Und auch für die Kinder ist ja wichtig, seid ihr glücklich? Am vergangenen Mittwoch, da waren wir mit unserer Enkeltochter, 4 Jahre alt, Maila, in Hagenbecks Tierpark. Bei den Tieren, bei dem Spielplatz. Und abends hat sie zu ihrer Mama gesagt, das war der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Also die war irgendwie, jedenfalls von diesem Tag, glücklich. Ja, wir fragen, wie werden wir glücklich? Macht euch Essen glücklich? Die Kinder vielleicht Nutella oder ein Eis? Also ich habe ja was entdeckt. Es gibt eine Marmelade, die macht glücklich. Glück passiert, steht da drauf. Und das will ich einfach mal ausprobieren, ob ich jetzt glücklich werde. Also ein klein bisschen. Könnte man noch mehr von essen? Aber es wäre gemein, wenn ich jetzt vor euren Augen immer mehr davon esse. Allerdings merke ich, die Marmelade schmeckt sehr gut. Aber ich kenne auch noch andere, Zentes, Mövenpick, Bad Schwartau und so weiter. Die schmecken auch alle gut. Also es schmeckt gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich davon jetzt glücklich bin. Ich denke,
zum Glück gehört, dass Menschen da sind. Menschen können uns glücklich machen. Wenn ihr als Kinder in der Schule seid oder im Kindergarten und ihr freut euch schon auf jemanden und mit dem kann ich heute spielen und mit dem verstecke ich mich und da unternehmen wir etwas. Ich finde, das ist schon ziemlich so, dass man sagen kann, ja, da bin ich glücklich. Oder wenn die Eltern was mit einem unternehmen oder die Großeltern, ja, kann man auch glücklich sein. Und bei Jesus ist noch etwas. Jesus war ja auch Kind. Und als der 12 Jahre alt war, da ist er im Tempel gewesen. Ich würde das mal pauschal vergleichen, als wäre er hier bei uns in der Kirche. Und dann hat er sich mit Leuten unterhalten über Gott, hat ihnen Fragen gestellt, hat zugehört. Jesus hat auch gebetet zu Gott. Und seine Eltern, die haben ihn gefragt, was machst du hier? Ja, er sagt, das ist für mich ganz wichtig. Das war also etwas, was zu seinem Lebensglück dazugehörte, sich mit Gott zu beschäftigen und mit Gott in Verbindung zu sein. Und das kann man schon als Kind ausprobieren. Etwas über Gott lesen, etwas von Gott hören, anderen Fragen stellen über Gott, mit Gott beten. Probiert das mal aus, ob das nicht bei euch auch so wirkt wie bei Jesus, dass ihr dadurch ein Stück Glück empfindet, wenn ihr euch mit Gott beschäftigt. Soweit der Beitrag für Kinder. Und wir wollen miteinander singen, die Güte des Herrn hat kein Ende. Das heißt, wir summen, gehen mit dem Herzen mit und wir haben die Sänger, die es uns zusingen. Auch in den Psalmen kommt etwas vor über das Glück des Menschen. Ich rezitiere Psalm 112 in der Übersetzung Hoffnung für alle. Halleluja, lobt den Herrn. Glücklich ist jeder, der dem Herrn gehorcht und nach seinen Weisungen lebt. Seine Nachkommen werden im ganzen Land hohes Ansehen genießen. Denn Gottes Segen liegt auf jeder Generation, die sich von ihm nicht abbringen lässt. Bei einem solchen Menschen sind Reichtum und Wohlstand zu Hause. Unerschütterlich und treu hält er zu Gott. Selbst in dunklen Stunden leuchtet ihm ein Licht. Er ist voll Erbarmen, großmütig und gerecht. Gut geht es dem, der freundlich zu den Armen ist und ihnen gerne Geld leiht, der sich an das Recht hält bei allem, was er unternimmt. Nichts wird ihn zu Fall bringen. Einen solchen Menschen vergisst man nicht. Er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, denn sein Glaube ist stark. Er vertraut dem Herrn
Er lässt sich nicht erschüttern und hat keine Angst, denn er weiß, dass er seine Feinde überwinden wird. Großzügig schenkt er den Armen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Deshalb ist er überall hoch angesehen. Alle, die Gott missachten, sehen es und ärgern sich. Sie knirschen mit den Zähnen und vergehen vor Wut. Denn was sie sich erträumt haben, zerrinnt in nichts. Wir hören den Chor. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Gottesdienst, der steht in der Bibel und dort im Neuen Testament. Ich lese nach der Luther-Übersetzung von 2017 aus Matthäus 5, Vers 3 bis 12. Dort steht die Bergpredigt und Jesus sagt in seiner Bergpredigt Folgendes: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Liebe Gemeinde, selig sind, so beginnt jeder dieser neun Sätze. Modernere Bibelübersetzungen verwenden an dieser Stelle auch die Formulierung glücklich sind oder glückselig sind.
In unserem Predigttext, da geht es also um das Thema glücklich sein. Was würden Sie antworten, wenn ich Sie frage, was macht Sie glücklich? Würden Sie vielleicht antworten, mein Partner macht mich glücklich? Oder Erfolg im Beruf macht mich glücklich? Oder ein schöner Urlaub macht mich glücklich? Vielleicht gehören Sie auch zu den vielen Menschen, die im Moment auf diese Frage gar nicht antworten können, weil sie eben im Moment gar nicht glücklich sind. Manch einer sieht eher auf das, was fehlt, und er sagt dann, glücklich wäre ich. Glücklich wäre ich, wenn ich weniger arbeiten würde, keine 60-Stunden-Woche mehr. Glücklich wäre ich, wenn ich den perfekten Ehepartner hätte oder Kinder, die mich zu schätzen wissen. Glücklich wäre ich, wenn mein Lebensstandard sich verbessern würde. Glücklich wäre ich, wenn ich gesund wäre. Glücklich wäre ich, wenn ich endlich mal wieder ins Ausland fliegen könnte, wenn ich ins Theater gehen könnte und Corona endlich kein Thema mehr wäre. Die meisten Menschen haben eine Vorstellung von dem, was sie glücklich machen kann. Und nach dem, was sie glücklich machen kann, streben sie. In der Unabhängigkeitserklärung der USA, da wird das Streben nach Glückseligkeit beschrieben als eines der unveräußerlichen Rechte eines jeden Menschen. Das Streben nach Glückseligkeit ist genauso das Recht eines Menschen wie das Recht auf Leben und das Recht auf Freiheit. So sagt es zumindest die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Im deutschen Grundgesetz, da sucht man dieses Recht leider vergeblich. Doch auch wenn es in unseren Grundrechten nicht schriftlich fixiert ist, aus unserer Lebenspraxis, da kennen wir das durchaus. Das Streben nach Glück und auch das Anerkennen, wenn andere Menschen nach Glück und nach gelingendem Leben suchen. Da ist es sicherlich nicht verwunderlich, dass auch die Bibel sich mit dem Thema Glück beschäftigt. Auch Jesus spricht über das Glücklichsein. Er beginnt seine Bergpredigt mit 9 Sätzen über Dinge, die glücklich machen. Aber, und wie sollte es bei Jesus auch anders sein, aber Jesus zählt nicht die Dinge auf, die wir erwarten würden. Jesus spricht nicht über das Glück in der Liebe oder das Familienglück. Er spricht auch nicht über schöne Urlaubserlebnisse oder Erfolge im Beruf. Jesus provoziert. Er sagt, glücklich sind die Armen. Glücklich sind die Leidenden. Glücklich sind die, die keine Machtposition einnehmen. Glücklich sind die, die Unrecht erleiden. Glücklich sind die, die sich über Leidende erbarmen und ihnen helfen und dabei selbst auf manches verzichten müssen. Glücklich sind die, die kein schlechtes Gewissen haben müssen. Glücklich sind die, die sich für Frieden einsetzen. Glücklich sind die, die sich für Gerechtigkeit engagieren. Glücklich könnt ihr sein, wenn andere euch abwertend behandeln, weil ihr Christen seid. Provozierende Sätze von Jesus. Und ich vermute, keiner von uns würde das, was Jesus aufzählt, als etwas ansehen, was ihn glücklich machen kann. Jesus provoziert. Und diese Provokation, dadurch erzeugt er erst einmal Abwehr. Abwehr, aber vielleicht kommt der eine oder andere auch zum Nachdenken und wird neugierig. Ich jedenfalls werde an so einem Punkt sehr neugierig. Warum sollte Leid, Unrecht und Ohnmacht, warum sollte mich das glücklich machen? Oder aber warum sollte es mich glücklich machen, wenn ich Menschen helfe, die Unrecht, Leid oder Ohnmacht erleben? Warum sollte mich das glücklich machen? Glücklicher vielleicht sogar als ein 6er im Lotto oder die Erfüllung aller meiner Träume? George Bernard Shaw hat einmal gesagt, ein ganzes Leben voller Glück, das müsste die Hölle auf Erden sein. Auch so eine Provokation. In diesem Zitat, da deutet er an, dass kein Mensch dauerhaft glücklich sein kann. Ein Mensch kann Glück nur erleben auf der dunklen Folie von Unglück oder zumindest fehlendem Glück. Meint Jesus das, wenn er über das Glücklichsein spricht? Sagt Jesus hier, glücklich wer ab und zu Unglück erlebt, weil er das Glück sonst gar nicht zu schätzen wüsste?
Meint er, dass nur wer Leid erfährt, auch weiß, was glücklich sein bedeutet? Anders gesagt, meint Jesus hier, nur wenn die dunkle Folie hinter dem Bild liegt, erkennen wir die Lichtstrahlen, die sich davor absetzen? Nun, das glaube ich persönlich nicht. Wenn Jesus über das Glück spricht, dann tut er das aus einem ganz anderen Grund. Er tut das nämlich im Horizont des Reiches Gottes. Anders gesagt, Jesus hat hier einen Blick, der weitergeht. Ein Blick, der an den Grenzen unseres Denkens und unserer Erfahrung nicht stehen bleibt, sondern darüber hinausreicht. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes, das ist die Welt, in der sich Gottes Wirklichkeit ausbreiten kann. Ausbreiten in den Erfahrungen unseres Alltags. Denn dieses Reich Gottes hat begonnen, als Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Es ist eine Wirklichkeit mitten in unserer Welt, in der eben nicht alles eitel Sonnenschein ist. Gottes Heil begann sich auszubreiten, als Jesus Mensch geworden ist, mitten in der Erfahrung von Elend, Leiden und Tod. Und auch nach Tod, Auferstehen und Himmelfahrt Jesu, da blieb dieses Heil Gottes in unserer Welt. Wenn Jesus von Glück spricht, dann tut er das im Horizont des Reiches Gottes. Es scheint so paradox zu sein. So paradox, wie sich das Heil Gottes gerade dadurch ausbreiten kann, dass Jesus Christus am Kreuz litt, starb und wieder auferstand. Glücklich ist, wer dieses Heil Gottes erleben kann. Und das können Menschen, auch heute noch. Noch heute ist Gottes Heil für Menschen erfahrbar, für Menschen, die sich der Wirklichkeit Gottes öffnen und an ihn glauben. Glücklich sein im Sinne der Wirklichkeit des Reiches Gottes, das ist also nicht das große und laute Glück, nicht die fröhliche Party nach einer Traumhochzeit oder die begeisterten Jubelrufe, wenn der HSV doch endlich wieder mal gewonnen hat. Das Glück, von dem Jesus spricht, das bedeutet, etwas ereignet sich in uns, in unserem Herzen und in unserem Leben. Ein Glück, was innerlich spürbar ist, sogar dann, wenn wir äußerlich Leiden erleben. Ich habe dazu ein Beispiel ganz sichtbar vor Augen. Bei mir in die Seelsorge kam eine junge Christin, eine Frau, bei der war einige Wochen zuvor das Baby bei der Geburt verstorben. Ihr Mann verstand ihr Leid nicht. Er kritisierte sie, weil sie ihren Aufgaben als Mutter für die anderen kleinen Kinder nicht nachkommen konnte, nicht mehr so wie zuvor. Er distanzierte sich immer mehr von ihr und schließlich zog er aus und ließ die Frau zurück und sie blieb allein. Allein mit ihrer Trauer um das verstorbene Kind, allein mit der Verantwortung für die lebenden kleinen Kinder und, wie es oft kommt, andere Lebenskatastrophen kamen hinzu. Ganz allein stand sie schließlich mit ihrem Leid da und da war viel mehr Leid, als eigentlich ein Mensch auf einmal ertragen kann. Ich spürte ihre große Trauer und ich erlebte diese Trauer gemeinsam mit ihr. Es geht mir heute noch nach, wenn ich daran denke. Und mitten in dieser Schwere dieser Trauer, da ging plötzlich ein Strahlen über ihr Gesicht. Das kam nicht, weil ich irgendwas gesagt habe. Dieses Strahlen kam ganz tief aus ihr heraus. Und sie sagte, ich weiß, dass Gott bei mir ist. Und das hilft mir am allermeisten. Mich hat das ganz tief bewegt, dieser Moment. Das war für mich ein Glück, was innerlich spürbar ist. Ein Glück, was spürbar ist, trotz allem Leiden, was da ist. Wie glücklich kann ein Mensch sein, wenn er mitten in der größten Not plötzlich so ein inneres Gefühl spüren kann, ein Gefühl von Frieden und Gelassenheit. Oder ein anderer Punkt neben dem inneren Frieden und der inneren Gelassenheit, die christliche Nächstenliebe. Manch ein Mensch in unseren Gemeinden und manch ein Europäer ist überrascht, dass es Nächstenliebe auch in anderen Religionen gibt, nicht nur bei uns Christen.
Ein liebevoller Umgang mit anderen, der wird eben von ganz vielen Religionen gefordert. Und viele Menschen aus anderen Religionen erscheinen sogar manchmal Außenstehenden so, als würden sie Nächstenliebe viel stärker praktizieren als wir Christen. Was ist dann bei uns Christen so besonders, wenn wir Nächstenliebe leben? Nun, in der Bibel steht, dass wir Christen nicht nur zur Nächstenliebe aufgefordert werden, sondern Gott selbst schenkt uns etwas. Er schenkt uns seine Liebe. Und damit macht er uns fähig, damit wir unserem Nächsten gegenüber liebevoll handeln können. Und das ist der Unterschied. Wir bekommen sozusagen einen Rucksack mit der Grundausstattung für Nächstenliebe. Ein Rucksack mit Werkzeug, geschenkt von Gott für unsere Lebensreise. In manchen anderen Religionen wird Nächstenliebe erwartet, aber das Werkzeug wird nicht gratis dazu mitgeliefert, sondern dieses Werkzeug muss selbst erworben werden. Bei uns Christen heißt das, Nächstenliebe wird ermöglicht. Ermöglicht dadurch, dass sich Gott und sein Heil im Leben von Christen ausbreitet. Gott verwirklicht sich in unserem Herzen und in unserem Leben. Und damit kann Gottes Heil sich ausbreiten. Ausbreiten in unserem Leben, ausbreiten aber auch in dem Leben von den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und mit diesem Heil, da wird Glück erfahrbar. Ein Glück, was in uns ist, trotz schwieriger Lebensumstände. Auch ein Mensch, der körperliches Leid erfährt oder der erleben muss, wie Schwierigkeiten mit dem Ehepartner das Leben schwer machen, auch der kann trotzdem glücklich sein. Glücklich, wenn er spürt, wie Gott da ist und wie Gott hilft, die schweren Zeiten durchzustehen. Und nicht nur Gott, also der Gott, der im Menschen wirkt und ihn begleitet, sondern auch Menschen. Auch Menschen können einen Menschen glücklich machen. Als Seelsorgerin im Krankenhaus, da erlebe ich oft, wie viele Menschen schwere Krankheiten durchstehen müssen. Schlimmer als alle Krankheiten ist aber für manch einen allein zu sein. Bei manch einer alten Frau habe ich schon gesehen, wie sich die Kinder distanzieren, weil eben die Mutter nur noch von ihren Krankheiten spricht. Manchmal sind es auch Freunde, die die Kranke als missmutig und nörgelnd empfinden und schon bleibt ein Mensch allein. Einfach, weil es niemanden mehr zu geben scheint, der mitgeht. Und der versteht, wie schwer es ist, so ein Leiden zu ertragen. Als Seelsorgerin, da erlebe ich, wie gut es tut, wenn ich manchmal einfach da bin und den anderen so annehme, wie er ist. Ich muss gar nicht vom Glauben an Gott reden. Es genügt manchmal, da zu sein und quasi die Wirklichkeit Gottes hineinzunehmen in diese Situation. Etwas Glück zu bringen für einen Menschen, der so gerne etwas glücklicher wäre. Und dann passiert es. Wenn ich sehe, wie ein Mensch dann etwas glücklicher wird, weil ich als Mitmensch und als Christ zu ihm komme, dann werde ich auch glücklicher. Um so etwas zu erleben, muss man aber nicht Krankenhausseelsorgerin werden. In ganz unterschiedlichen Lebenssituationen kann ein Mensch für einen anderen Menschen zu einem hilfreichen Helfer werden. Ein Mensch, der sich in Nächstenliebe einem anderen Menschen zuwendet, es aushält, wenn dieser von seinem Leiden erzählt, mittrauert, wenn der andere sich vor Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Wer das Leiden teilt, der erlebt auch manchmal, wie sich auf der dunklen Folie des Leidens plötzlich ein paar wärmende Lichtstrahlen zeigen. Ein lächelndes Gesicht, ein friedvoller Ausdruck, der zeigt, hier passiert etwas in der Seele eines Menschen. Hier tritt Gott in eine Situation hinein und er bringt sein Heil hinzu. Sein Heil, was eben nicht durch Worte entsteht, sondern was Gott allein schenken kann. Das ist Glück. Ein ganz besonderes Glück, wie ich persönlich finde. Ein Glück, was ich spüren kann, wenn etwas von Gottes Heil in unser Leben hineinkommt. Entweder, wie ich gesagt habe, indem ich selbst Gottes Nähe erfahre oder indem ich durch die Begegnung mit anderen Menschen Gottes Gegenwart erlebe. Hätten Sie gedacht, dass die Suche nach dem Glück Sie Gott näher bringen kann?
Falls nicht, vielleicht haben die Gedanken dieser Predigt Sie ein bisschen inspiriert. Wem das noch zu wenig ist, vielleicht weil er in diesem Leben vom Glück nicht gerade verfolgt wird, dem sei gesagt, das Neue Testament der Bibel, es spricht auch davon, dass die Wirklichkeit Gottes nicht an den Grenzen des Lebens Halt macht. Selbst nach dem Leben in dieser Welt kann ein Mensch Glück erfahren. Ein Glück, das bei Gott in seiner Welt wirklich vollkommen sein muss. Ihm, unserem Gott und Heiland, ihm sei Lob und Ehre. Amen. Mit einem Lied wollen wir dieses Glück besingen. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Wir singen von Herzen und im Herzen, summen mit und freuen uns, wenn ihr mit Worten singt. Wir möchten jetzt in der Fürbitte die Menschen Gott anbefehlen, die besonders im Leid sind, die Situation der Krisen in dieser Welt. Ich möchte mit uns in der Fürbitte für sie vor Gott eintreten. Lieber Gott und Vater, hab dir herzlich Dank, dass wir gehört haben von deiner Kraft, die gerade wirkt, auch da, wo wir leiden, wo wir schwach und ohnmächtig sind.
Und ich möchte dir besonders jetzt die Menschen anbefehlen, die hier im Krankenhaus sind, die Menschen, die auf den Pflegestationen sind, dass du ihnen beistehst und dass sie etwas von deiner Wirklichkeit spüren, dass so ein Lichtstrahl deiner Liebe in ihre Situation hineinkommt, dass sie gestärkt und aufgerichtet werden. Du weißt auch um die Menschen, die durch die Corona-Pandemie betroffen sind. Gib auch da deine Hilfe, schenk du Gesundheit, gib du die Kraft, auch die Regeln einzuhalten, die uns vor Ansteckung bewahren sollen. Gib du Gelingen bei der Suche nach Impfstoffen, Herr, dass bald auch Impfungen möglich werden und dass diese Pandemie abklingt. Lieber Gott, ich bitte dich auch für die Situation der Flüchtlinge, besonders der Flüchtlinge, die in Griechenland in den verschiedenen Lagern sind, die zum Teil auf der Straße leben müssen. Gib doch, dass ihnen geholfen wird, dass sie herauskommen aus dieser bedrückenden Situation, dass sie überleben und ein neues Leben beginnen können. Du weißt auch um die Situation in Weißrussland, um die Protestbewegung und wie viele Menschen einfach in Gefängnisse eingesperrt werden, damit ihr Protest verstummen soll. Herr, gib du auch dort eine Veränderung, eine friedliche Wandlung. Und wir bitten dich überhaupt, Herr, dass du den Weltfrieden erhältst und dass du Frieden gibst in all den Ländern, wo Krieg ist, sei es Syrien, Irak, Afghanistan, im Sudan, in Libyen. Du kennst all diese Orte. Herr, greife du ein. Wir bitten dich um dein Erbarmen. Amen. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Wer mag, kann zu Vaterunser und der anschließenden Segensbitte aufstehen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Das Präludium, das Postludium ist heute ein Lied. Ein Lied, was die Älteren gut kennen, wie ein Strom von oben. Dieser Friede dieses Liedes soll mit uns gehen in die kommende Woche. Listen up.